Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem anderen Format von unserem heutigen Video. Wie ihr im Titel schon gelesen habt, heute geht es um ein Ride and Talk. Dies bedeutet, ihr seht mich, beispielsweise die anderen Leute Motorrad fahren, als wir eine Tour gemacht haben. Und dementsprechend rede ich nebenher, nur ich nehme es von zu Hause auf und nicht auf dem Motorrad, weil dann doch viele Nebengeräusche waren und ich das nicht zu 100% gut fand. Und deswegen nehme ich jetzt nachträglich einfach dieses Video so auf und erzähle so ein bisschen. Und wie dahinter steht, heute geht es wieder um die Physiotherapie. Ich wollte einfach beides verbinden. Ich fand die Videos, wo wir gefahren sind, kam auch gut an. Und vor allen Dingen die Physiotherapie-Videos, also die kommen ja echt super an, was mich richtig riesig freut. Und dies wollte ich einfach verknüpfen und ich dachte so, mit diesem Format ist das eigentlich perfekt verknüpft. Und genau, ihr seht schöne Landschaften, ihr seht mich Motorrad fahren, ihr seht die anderen Leute Motorrad fahren, die auch so motorradbegeistert sind wie wir. Und nebenbei rede ich jetzt meistens über die Physiotherapie. Wenn ihr nochmal solche Videos haben wollt, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare, worüber ich reden soll, was euch, sage ich mal, auf dem Herzen liegt, wovon ihr mehr wissen wollt und, und. Deswegen schreibt es unten hin, dann kann ich das sehr gerne nochmal weiterführen, weil ich finde dieses Format, was ich mir jetzt selber ausgedacht habe, eigentlich echt gut so. Ja, gebt dem Video einen Daumen nach oben, falls es dann euch auch gefällt und dann starten wir jetzt auch schon dieses Video. Ich gehe ein paar Punkte jetzt ab. Unter anderem sind da Fragen mit bei, die ich noch unter anderen Videos bekommen habe, die sich auch echt gehäuft haben, was ganz, ganz viele wissen wollten und einfach rund um den Beruf, was euch dann auch interessieren könnte oder kann, rede ich dann auch nochmal darüber. Und wir kommen jetzt schon zu dem ersten Punkt. Darum geht es eigentlich in fast jedem Video, da habe ich wirklich so viele Fragen für bekommen, das Positivdenken trotz Durchfallen einer Prüfung im Examen, was auch immer. Das kann man aber auch wirklich auf alles beziehen. Das kann man natürlich jetzt nicht nur auf die Physiotherapie drauf beziehen. Falls ihr irgendwie eine Prüfung doch nicht geschafft habt im Examen oder beim Abi schreiben, obwohl ich glaube, das Abi ist jetzt für 2022 tatsächlich durch, so wie ich es mitbekommen habe in viele Bundesländer. Aber wie man trotz, ich sag mal, diesem Niederschlag positiv denken kann und wirklich weitermacht und trotzdem sich immer noch weiter dran setzt und lernt. Genau, darauf wollte ich als allererstes wirklich drauf eingehen, weil, ja, wie gesagt, ich bekam mega viele Fragen darüber. Also, ich kann jetzt natürlich nur von mir reden, wie ich es gemacht habe. Für die, die es jetzt alle nicht wissen, die vielleicht auch neu dazu gekommen sind, ihr könnt uns sehr, sehr gerne abonnieren, dann verpasst ihr auch gar keine Videos mehr von uns. Einmal hier unten, unter dem Video, das würde uns sehr, sehr freuen. Genau, die uns nicht so lange verfolgen, für die erzähle ich es nochmal ganz kurz. Ich habe meine Physiotherapie-Ausbildung im Examen nicht ganz bestanden. Das bedeutet, ich habe vor 2,5 Jahren ungefähr, musste ich eine Prüfung wiederholen im Examen. Und für die, die vielleicht Physiotherapie selbst gelernt haben oder selbst vielleicht in der Ausbildung sind, die wissen, wie anspruchsvoll das alles ist. Und genau, ich habe, um auf den Punkt zu kommen, die mündliche Prüfung nicht bestanden. Auf unserer Schule war es so, ich verlinke euch unsere Videoreihe über die Physiotherapie hier oben mal bei dem i. Dann könnt ihr da sehr gerne mal reinschauen, weil da habe ich wirklich sehr viel über meine Ausbildung geredet. Weil wenn ich das jetzt alles nochmal wiederhole, dann wird dieses Video unendlich lang. Und ja, da habe ich auf jeden Fall die mündliche Prüfung, um es ganz kurz zu sagen, ging auf unserer Schule 1,5 Stunden. Ich weiß nicht, was an dem Tag los war. Es war die letzte Prüfung bei uns und ich habe die einfach nicht bestanden. Wenn ihr explizit nochmal darüber ein Video haben wollt, schreibt es bitte auch gerne in die Kommentare, weil wenn ich jetzt weit aushole, wirklich, dann wird dieses Video ganz, ganz lang. Und das möchten wir natürlich nicht. Genau, das kurz dazu. Die habe ich nicht bestanden und deswegen musste ich die in einem halben Jahr erst wiederholen. Ja, ich war natürlich an dem Tag, als ich das erfahren habe, dass ich nochmal wiederholen muss, erstmal wirklich so, es kam für mich wirklich nicht real vor. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Leute, wo ich es wirklich gar nicht gedacht habe, dass die wirklich auch durchfallen, die sind tatsächlich durchgefallen. Und nur mal grob im Schnitt, wir waren, oh Gott, 23 Leute ungefähr, genau.
und davon haben 6 nicht bestanden. Genau, halbes Jahr finde ich schon echt heftig. Also ich kenne das sonst so, dass man in 2 Wochen die Prüfung wiederholen darf, aber nein, bei uns in einem halben Jahr. Naja, gut. Dann haben sich die Wochen gezogen und klar, am Anfang war ich natürlich niedergeschlagen und ich kam meinem Traum, sage ich mal, nicht ganz so nah, wie ich jetzt sein wollte. Ich habe natürlich mein weiteres Leben auch schon geplant. Ich habe meine Fortbildung geplant, ich hatte meine Arbeitsstelle und denen das alles erstmal klar zu machen, dass ich ein halbes Jahr warten muss und dann erst wiederholen darf, war natürlich doof. So, irgendwann habe ich mir aber dann wirklich gedacht, also ich bin generell ein echt positiv eingestellter Mensch. Und ich lasse mich eigentlich nicht so sehr erniedrigen, sage ich mal so. Aber das war halt eine große Sache für mich. Ich habe da viel Arbeit reingesteckt und trotzdem, ich hatte irgendwie in der Prüfung Blackout, was auch immer. Und wenn du einmal Blackout hast, das zieht sich dann einfach, bei mir zumindest. Und das war halt so. Ich habe wirklich irgendwann mir gedacht, gut, du möchtest diesen Beruf aber so sehr. Und klar, du investierst jetzt nochmal Geld, weil zu der Zeit hat die Schule auch noch Geld gekostet. Und ich habe gesagt, gut. Ich hatte natürlich auch den Druck, das muss man auch sagen, wenn ich die Prüfung bei der Wiederholung wieder nicht geschafft hätte, dann hätte ich einfach diese Ausbildung komplett nochmal neu machen müssen. Klar, in dem dritten Lehrjahr, als wir da waren, sie wurde dann kostenlos, sage ich mal, ja, aber ich wollte natürlich keine 3 Jahre noch hinten dranhängen. Wie gesagt, ich hatte meine Arbeitsstelle, wo ich unbedingt hin wollte, ich kannte die Leute dann da schon. Und das war auch ein Punkt von mir, ich habe vor meinem Examen habe ich meine Kollegen schon kennenlernen dürfen, weil mein Chef das organisiert hat. Und ich fand die alle so sympathisch, die haben mich so toll aufgenommen. Und das war wirklich auch ein Ansporn für mich, wo ich gesagt habe, gut Bella, du musst es jetzt schaffen. Du musst dich ransetzen, dass du wirklich dann da anfangen darfst. Das klappt jetzt natürlich nicht bei jedem, aber wenn man wirklich eine Arbeitsstelle hat, auf die man sich freut, finde ich, macht das schon ganz viel aus. Und nicht, dass man es schaffen muss, sage ich mal. Ne? Dass man wirklich selbst so für sich irgendwie was findet und auch wirklich Freude an der zukünftigen Arbeitsstelle hat, so was man jetzt kennenlernen durfte. Und das hat mich wirklich nach vorne getrieben, so, ich sag mal so die ersten Schritte. Naja gut, dann blieb mir nichts anderes übrig. Bin weiter in die Schule gegangen nochmal, um Wiederholungsunterricht zu haben. Und ja, da haben die Lehrer aber auch schon ganz schnell gemerkt, okay, sie hatte wohl echt einen Blackout und sie weiß ja sonst alles oder vieles, man kann nicht alles wissen. Genau, und dann habe ich mich wirklich rangesetzt und ich habe mit einer Freundin von mir, habe ich dann jeden Tag wirklich, ich sage jetzt mal 3 Monate, 4 Monate davor, wirklich fast jeden Tag gemeinsam gelernt. Sonntag war meistens so unser freier Tag und dann mal der Tag. Wie gesagt, man war flexibel. Man hatte ja ein halbes Jahr wirklich, ich sage jetzt mal, nur weiterhin Schule und ich hatte mir dann noch einen Nebenjob gesucht, weil irgendwo muss ja das Geld dann herkommen. Ich bin ausgezogen schon davor zu der Zeit und das Geld musste ja reinkommen. Naja, und das habe ich auch ganz viel gemacht. Also nehmt euch vielleicht dann auch eine Freundin oder ein Mitschüler oder was auch immer und lernt wirklich auch so wie in der mündlichen Prüfung, wie es jetzt bei mir war, oder lernt viel frei, dass ihr wirklich der anderen Person alles erzählen müsst. Weil nur, also es gibt Typen, bei denen klappt es, aber in meinem Fall klappt es nicht, wenn ich mir das alles nur durchlese und für mich auch mal aufzähle. Bei mir hat es wirklich geholfen, auch einer anderen Person das erklären zu können, dass die es auch versteht. Genau, das habe ich auch ganz viel gemacht und ja, dann ging auch ein halbes Jahr schon schnell um und dann hatte ich schon wieder meine Prüfung. Ich bin aus der Wiederholungsprüfung rausgegangen und ich hatte eigentlich ein schlechteres Gefühl, aber gut, ich habe mich sowieso dann viel schlechter immer eingeschätzt und ich habe sie tatsächlich bestanden und ja, das waren so meine Punkte, wo ich dann wirklich, ja, das so durchgezogen habe. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht noch Tipps habt dafür, aber das jetzt nur mal grob angeschnitten, wie es bei mir war. Wenn ihr wirklich noch mal darüber ein Video haben wollt, wo ich wirklich im Detail wirklich alles erzähle, dann schreibt es mir in die Kommentare, weil ich möchte natürlich auch noch die anderen Punkte anschneiden. Genau. Ja, das war es schon zu dem ersten Punkt. Und ich habe einen Kommentar bekommen, es ging allgemein um die Dauerpatienten. Für die jetzt, die schon wirklich im Beruf arbeiten, lass es Ergotherapie sein, Altenpflege eher weniger, Logopädie,
Masseure, Physiotherapeuten, da hab ich auch mehrmals einen Kommentar darüber bekommen oder da war eine Diskussion. Es ging um Dauerpatienten, ob es jetzt wirklich gut ist, dass man Dauerpatienten hat oder nicht. So, einfach nur die Person, muss ich ja nicht sagen, wer. Es ist unter einem Video von mir, könnt ihr gerne mal runterschauen. Aber da ging es halt generell rum, dass sie der Meinung ist, dass Dauerpatienten kein gutes Zeichen ist, dass das dir zeigt, dass du, ich sage jetzt mal, nicht schlecht arbeitest, aber ich sage jetzt mal, nicht auf dem richtigen Weg bist. Weil zum Beispiel der Mensch kommt her, er hat Rückenschmerzen und er kommt immer und immer weiter zu dir und es ist wirklich kein Ende in Sicht. Und ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr darüber denkt. Ich kann meine Meinung nur euch sagen, euch weitergeben. Und bei mir ist es wirklich gespalten. Also klar, wenn du natürlich einen Patienten hast, er kommt zu dir in die Praxis, er hat, ich sage jetzt mal, chronische Rückenschmerzen sind ja auch nochmal was anderes als jetzt, sage ich mal, wenn man einen Hexenschuss hatte oder einen Bandscheibenvorfall oder. Das sind ja so mehrere Gebiete, die kannst du ja gar nicht verallgemeinern. Aber natürlich, wenn du jetzt einen Menschen hast, oder Patienten, der hat am unteren Rücken Rückenschmerzen oder Schulter-Nackenbereich, auch ganz, ganz viele. Und die kommen immer und immer wieder zu dir. Und ich sage jetzt mal ganz blöd, da will ich jetzt keinen irgendwie verurteilen, der es macht. Alles gut. Aber wenn du natürlich immer nur massierst, werden sie irgendwann zu Dauerpatienten, weil sie natürlich das schön finden. Massage, wer findet Massage nicht schön? Und die wissen, okay, du machst das sowieso. Und dann kommen sie halt immer und immer wieder. Und ich sage jetzt mal ganz blöd, du bekommst sie nicht weg und kriegst keinen freien Platz, obwohl vielleicht eine Person, die das mehr benötigt oder mehr braucht, nimmst du den Platz sozusagen weg. Das Kommentar stand, wie gesagt, so ungefähr da. Und da ging halt dauerhaft die Diskussion rüber. Und ja, Dauerpatienten, ich kann, wie gesagt, nur von mir reden, generell auch das Video, das ist meine Meinung. Ich vertrete sie so, wie ich sie jetzt gerade sage. Und wenn jemand eine andere Meinung hat, ist gut. Jeder Mensch sollte seine eigene Meinung haben. Aber ich habe meine und genau, das ist auch mein Alltag, sage ich mal. Also meine Dauerpatienten bestehen wirklich daraus. Ich habe die Lymphdrainage-Fortbildung. Da habe ich natürlich ganz viele Frauen gerade, zum Beispiel nach Mama-CA, also nach Brustkrebs. Und der Arm ist mit angeschwollen, die Brust oder unter der Achsel oder, am Rücken. Die habe ich natürlich viele als Dauerpatienten, obwohl sich da auch wirklich die Meinungen streiten, ob Lymphdrainage überhaupt was bringt und ob man generell einfach sagt, Kompression und Bewegung, das ist das, was bei einer Schwellung oder einer dauerhaften Schwellung nach Mama-CA zum Beispiel, ich nehme einfach das Beispiel, das ist wirklich das, was hilft. Ja, wie gesagt, es gibt viele Studien, es gibt viele Meinungen und das ist nicht nur in dem Beruf so, aber wie gesagt, da habe ich meine Dauerpatienten. Ich habe auch welche, die kommen dann für zwei Rezepte, dann machen sie wieder eine Pause, dann merken sie, oh, ich brauche es wieder. Solche habe ich natürlich auch. So, denen gebe ich natürlich aber auch viel immer mit auf dem Weg, wie sie es wirklich verbessern können. Gerade bei warmen Temperaturen, wie es jetzt zum Beispiel so ist, bei uns zumindest. Und genau. Ja, und deswegen, also die habe ich ganz viel als Dauerpatienten. Oder zum Beispiel, ich hab jetzt die Boba-Therapie gemacht. Da habe ich auch super viele Dauerpatienten, weil das sind Patienten zum Beispiel nach dem Schlaganfall, nach ALS oder MS, Parkinson, solche Geschichten. Die brauchen diese Therapie einfach, um denen das Leben weiter zu ermöglichen und so einfach, wie es wirklich geht, zu ermöglichen, dass sie auch Lebensqualität haben. Und da habe ich natürlich jetzt auch viele Dauerpatienten, aber darüber kann ich jetzt nicht so viel berichten, weil ich habe die Fortbildung abgeschlossen. Nicht im Juni, Anfang Juni habe ich die abgeschlossen. Dementsprechend ein Monat ist das jetzt ungefähr her. Und deswegen kann ich jetzt noch nicht allzu viel sagen. Also vielleicht die Boba-Therapeuten unter uns, lass es jetzt für Erwachsene sein, lass es aber auch für Kinder sein. Aber schreibt es doch mal bitte gerne in die Kommentare, wie es bei euch ist, ob ihr Dauerpatienten habt, weil ja, da hört man wirklich verschiedene Meinungen, dass Dauerpatienten schlecht sind, dass Dauerpatienten gut sind. Genau. Diskutiert gerne mit mir unten. Ich weiß, da gibt es vielleicht super viele Meinungen, aber gerade das macht es ja wirklich interessant. Deswegen schreibt es mal unten in die Kommentare.
Genau, das war so der zweite Punkt, den ich unter meinen Videos dann wirklich immer und immer mal wieder hatte. Dann wollte ich einen dritten und letzten Punkt mit euch kurz bereden. Es geht generell um die Krankengymnastik, die gleichzeitig auch die Massage ist. Sozusagen Krankengymnastik gleichzeitig Masseure. Ich finde es schwierig. Also klar, bei mir gibt es auch Patienten, gerade bei dem Wetter, wo die dann einfach sagen, oh, mein Kreislauf macht nicht mit und ja, dann mache ich leichtere Sachen mit denen. Oder wenn die dann mal akut irgendwie Schulter-Nackenbeschwerden haben, aber ich sonst wirklich mit denen super aktiv arbeite, dann massiere ich auch mal, gar keine Frage. Aber zum Beispiel ich, da kann ich auch, wie gesagt, nur von mir reden, ich massiere die Leute wirklich nicht mehr stumpf. Das muss ich sagen, das habe ich am Anfang gemacht. Die Leute kamen her, unterer Rücken habe ich Schmerzen, zack, ich fokussiere mich nur auf den unteren Rücken. Den Rest, ja, gucke ich mir an, aber irgendwie das im Zusammenhang. Das habe ich wirklich erst in der Boba-Therapie wirklich gelernt und wirklich lieben lernen, wirklich, weil das hilft euch so unnormal viel. Darunter habe ich auch wirklich gelernt, dass zum Beispiel Knieschmerzen ganz viel ausmachen kann mit den Füßen. Wie die Fußbelastung ist, wie die Fußknöchelchen sind, wie das Sprunggelenk ist. Ich meine, es ist ein Mensch und wenn ihr könnt euch wirklich merken, das habe ich in der Boba-Therapie wirklich gelernt, wenn das Fundament nicht stimmt, dann kann das Haus nach oben hin auch nicht besser werden. Das bedeutet einfach, die Füße sind das Fundament und wenn die nicht passen, dann zieht sich das Knie hoch, die Hüfte, das Becken, der Rücken, Schulter, Arme, Kopf, Halswirbelsäule und. Das zieht sich ja in eins durch. Und das hat mir so unnormal viel gebracht. Und ja, deswegen, also damit wollte ich auch eigentlich nur mal sagen, ich massiere auch mal. Gar keine Frage. Aber zum Beispiel die Leute, die sich ein Rezept holen, ja, zum Beispiel Schulter-Nackenbereich, Myogelosen zum Beispiel, also Verspannungen, ja, gut, ist halt die Frage, warum hat der Mensch Verspannungen? Da muss irgendwas im Ungleichgewicht sein und. Also so gucke ich jetzt den Menschen wirklich an. Und anfangs wirklich, meine ersten Monate in der Praxis war es wirklich so, okay, da muss am Schulter-Nackenbereich irgendwas nicht stimmen, gucke ich mal da wirklich nach. Ich habe nie wirklich mein Augenmerk auf den ganzen Menschen bezogen. Also das musste ich mir wirklich noch beibringen, aber da hat mir die Boba-Therapie wirklich echt geholfen. Und ich finde es wirklich schwierig, wenn dann wirklich, das habe ich auch schon mehrmals jetzt erlebt, wenn die Therapeuten jetzt wirklich nur massieren, finde ich es wirklich schwierig, weil die Leute, die gewöhnen sich daran. Und ja, wenn du sie da mal übernimmst vielleicht, weil die Kollegin, der Kollege im Urlaub ist oder was auch immer mal krank ist und dann die Leute herkommen und sich dann schon logischerweise das Handtuch auf der Bank ausbreiten und sich gleich auf den Bauch legen und das Oberteil ausziehen, wo du dir denkst, ja gut, ich habe noch gar nicht gefragt, wie es dem geht, aber er legt sich schon logischerweise hin und will massiert werden. Ja, und wenn ich dann immer ankomme und frage, ja gut, bringt die Massage was? Ja, die bringt was. Und wie lange hält sie an? Ja, nach 2, 3 Tagen ist es gut und danach wird es wieder schlechter. Also, ja, und viele sagen wirklich auch, Krankengymnastik, das ist doch immer nur Massage. Das habe ich schon so oft gehört, vielleicht, weil sie es nur so kennen. Den kann man gar keine Vorwürfe machen. Und deswegen wollte ich das alles mal so mit einfügen in das Video, weil mein letztes Physio-Video ist ja auch schon länger her. Deswegen wollte ich einfach mal dieses Format starten. Wenn euch das Format gefällt, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare oder gebt dem Video einen Daumen nach oben. Dann weiß ich, dass ich solche Videos weiter drehen soll. Und genau, ihr habt gleichzeitig was zum Schauen. Ihr könnt euch dann immer irgendwie was zu essen nehmen oder was auch immer. Das ist so eine Art Podcast, sage ich mal so. Aber ihr seht mich Motorrad fahren. Also für mich eigentlich echt eine perfekte Lösung. Schreibt es in die Kommentare. Genau. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, Nacht. Wenn euch das gefällt, dann schaut beim nächsten Video auf jeden Fall mit wieder rein. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und genau. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!